Schönen guten Tag, es ist Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, es ist Zeit für den dritten Fuchscast. Mein Name ist Stefanie Fuchs und ich freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich, heute Petra Pau bei mir zu haben, unsere dienstälteste Vizepräsidentin des Bundestages und unsere Berliner Spitzenkandidatin für die Wahl zum Bundestag im September. Hallo Petra. Hallo, danke. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ganz spontan ein. Ich habe gelesen in Vorbereitung, dass du ja Lehrerin bist. Also so richtig Grundschullehrerin auch noch. Und da drängt sich eine Frage auf, hilft dir diese Ausbildung, um den Ameisenhaufen Bundestag zusammenzuhalten? Also ich habe schon viele Situationen erlebt, wo mir, glaube ich, sowohl die Ausbildung, eine ordentliche pädagogische, didaktische Ausbildung, aber eben natürlich auch eine solide Fachausbildung. Ich war Lehrerin für Deutsch- und Kunsterziehung, durchaus geholfen haben. Übrigens auch lange bevor ich Parlamentarierin wurde. Manch einer weiß es vielleicht, 1992 wurde ich zur Landesvorsitzende meiner Partei, damals hieß sie noch PDS, hier in Berlin gewählt. Und das war ein Landesverband im Zusammenkommen und Zusammenprallen manchmal auch. Der einzige Ost-West-Landesverband einer Partei. Und so wie die Bürgerinnen und Bürger zu tun hatten, sich kennenzulernen und miteinander umzugehen, unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen unter einen Hut zu bringen und daraus was Neues zu machen, da war das ähnlich mit der Partei. Nicht, dass ich als Lehrerin dann den Landesvorstand geleitet habe, aber eine gewisse Gelassenheit, die man braucht, wenn man beispielsweise vor so einer quirligen Klasse sitzt. Die habe ich mir da, glaube ich, bewahrt. Und das gilt im Bundestag, wenn man ja völlig unparteiisch so eine Sitzung leiten muss, aber gleichzeitig auch dafür sorgen muss, dass jeder und jede zu seinem Recht kommt. Da helfen bestimmt diese Techniken, die man sich damals angeeignet hat. Und ist ja, was der Deutschlehrerin auch, ne? Ist es da nicht manchmal so, dass man gerne dazwischen gehen möchte bei manchen Reden, wenn dann doch mal der ein oder andere Satz etwas komisch rauskommt? Ach, man möchte an vielen Stellen dazwischen gehen, aber das geht natürlich, wenn ich dort vorne sitze, überhaupt nicht. Dazwischen gehe ich nur, wenn die selbstgegebenen Regeln verletzt werden oder die Gefahr droht, dass Debatten so eskalieren, dass es nicht mehr um die Sache geht, sondern für viele überhaupt nicht mehr verständlich ist, wie man damit umgeht. Oder aber, wenn Kolleginnen und Kollegen ihre Redezeiten nicht einhalten. Das ist dann immer die größte Gefahr für die Fraktion Die Linke, wenn ich dort vorne sitze. Dann wird aber ganz genau darauf geachtet, dass 4 Minuten Redezeit auch tatsächlich 4 Minuten Redezeit sind. Das war übrigens 2006, als ich das erste Mal in dieses hohe Amt gewählt wurde. Die schwierigste Aufgabe meinen beiden damaligen Fraktionsvorsitzenden, Gregor Gysi und Oskar Lafontaine, beizubringen, dass 5 Minuten Redezeit Zeit bei der Vizepräsidentin Petra Pau exakt 5 Minuten Redezeit. Oh ja, und ich weiß, wie schnell manchmal 5 Minuten um sein können, wenn man da an dem Pult steht. Und wenn da noch viel geklatscht wird, dann sind die 5 Minuten schnell um. Du hast es ja gerade angesprochen, unser Land ist zusammengewachsen und das war eine spannende Zeit. Ich habe ein Spiegel-Interview von dir gelesen, wo du noch mal darauf eingegangen bist, was so Demokratie bedeutet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was es Tatsache für dich persönlich bedeutet und wie du zu so einer brennenden Demokratin geworden bist. Also sagen wir mal so, wenn mir jemand 1989 oder 1990 gesagt hätte, du wirst mal Bundestagsabgeordnete, gar Vizepräsidentin desselben, ich hätte ihn zum Arzt geschickt. Also das gehörte nicht dazu. Und zur Wahrheit gehört auch, ich bin 1989 nicht auf die Straße gegangen. Ich gehörte nicht zu denjenigen, die die friedliche Revolution in der DDR durchgeführt haben, erzwungen haben. Aber ich habe eine Zeit erlebt, wie viele, die in der Zeit natürlich sich entsprechend orientieren mussten, die hat mich sehr tief geprägt.
Also alle reden ja immer über den 9. November und was hast du da gemacht? Und viele meinen ja auch, sie wussten am 9. November 1989 schon ganz genau, wo das alles endet. Ich wusste das nicht. Aber es gab eben die friedliche Revolution und dann gab es eine Zeit, die endete merkwürdigerweise abrupt am 18. März 1990 mit der ersten und einzigen freien und geheimen Wahl zur Volkskammer, dem Parlament der DDR. Da stand eigentlich alles Kopf. Die Regierung opponierte, die Opposition regierte über den runden Tisch beispielsweise. Weiß ich nicht, inwieweit wir jüngeren Menschen das erklären müssen. Die Bürgerrechtsbewegungen, die neuen Parteien, die alten Parteien saßen dort am runden Tisch und es wurde eigentlich alles öffentlich ausgehandelt. Man war schon als Bürgerinnen und Bürger darauf angewiesen, den lieben langen Tag das auch mit zu verfolgen, um einfach zu wissen, was gilt jetzt hier eigentlich und wie geht man damit um, aber sich dazu natürlich auch selbst in Beziehung zu setzen. Übrigens hat dieser runde Tisch als Mitgift für die deutsche Einheit auch einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet gehabt, der mit einer Volksabstimmung dann in der Bundesrepublik neu, sage ich mal, hätte in Kraft treten sollen. Der unterschied sich nicht so sehr in der Grundsubstanz vom heutigen Grundgesetz, um das auch gleich zu sagen. Aber da standen mit heutigen Augen betrachtet Dinge drin, die waren dringend erforderlich und sind auch heute noch hochmodern. Ich nehme nur zwei Beispiele. Das eine, die Staatsflagge soll schwarz-rot-gold sein und das Emblem, das Symbol Schwerter zu Pflugschar. Also die Verpflichtung auf eine friedliche Politik, Abrüstung und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Oder aber ein Thema, das mir bis heute sehr, sehr am Herzen liegt, damals noch gar nicht bei mir so richtig im Hinterkopf angekommen war, nämlich das Thema Datenschutz. Mhm. Dass eben jeder das Recht hat zu wissen, was wer über einen weiß. Das, heute argumentiere ich das übrigens mit dem berühmten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 1984, lange her. Ja. Damals hat das Verfassungsgericht sinngemäß festgestellt, wer nicht weiß, was andere über einen wissen, ist nicht souverän. Und eine Demokratie ohne Souveräne ist undenkbar. Zwei Sachen, Datenschutz, Friedlichkeit, Dinge, die der Bundesrepublik entsprechend anstehen und auch heute noch auf der Tagesordnung sind. Ja, die Volkskammerwahl kam, 18. März, der Wahlsieg der Allianz für Deutschland, eines Bündnisses unter Leitung der Ost-CDU von unterschiedlichsten Parteien. Und damit war klar, die deutsche Einheit wird kommen. Keiner wusste, wann sie kommt. Keiner wusste, wie sie kommt. Das ist alles erst im August 1990 mit dem Einigungsvertrag in beiden Parlamenten dann bestätigt worden mit den Unterschriften der Regierungen beider Länder. Und was das konkret heißt für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, das hat sich auch keiner bis zuletzt entsprechend vorstellen können. Aber in diese Zeit fiel für mich dann auch die Frage, gut, also, dass du Bundesbürgerin wirst, das haben jetzt Mehrheiten für dich entschieden. Ist die Frage, kannst du da irgendetwas mitentscheiden, mitgestalten? Und da traf es sich, dass im April 1990 es an meiner Wohnungstür in Hellersdorf klingelte und junge Leute da vor mir standen und sagten, wir sind hier die PDS vor Ort und wir haben gehört, du hast Ahnung von Bildung, du bist Lehrerin, hast auch ein bisschen Ahnung von Kultur. Willst du nicht für uns, für die Bezirksverordnetenversammlung Hellersdorf kandidieren? Diese Wahlen haben im Mai 1990 stattgefunden, wie übrigens auch die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung Berlin-Ost, um überhaupt auch ein Gegenüber für das Abgeordnetenhaus zu haben. Und na gut, ich habe mir angeguckt, was so die Partei vor Ort ausmachte. Zu der Zeit war ich beruflich ganz anders beschäftigt und hatte keine Zeit, mich um Parteiarbeit im Wortsinne zu kümmern. Das hat mir gefallen und ich habe kandidiert, wurde gewählt, wurde Bezirksverordnete, nochmal wiedergewählt, 1995 ins Abgeordnetenhaus gewählt, übrigens auch in einer ganz spannenden Situation mit ganz spannenden Konstellationen. Und das waren für mich Auseinandersetzungsprozesse, die einerseits immer etwas damit zu tun hatten, dass ich mich mit eigener Verantwortung bis 1990 auseinandergesetzt habe. Auch mit alten Gewissheiten, die plötzlich gar nicht mehr so gewiss waren.
aber auch an manchen Stellen eben meine Lehren gezogen habe. Und damit bin ich jetzt bei deiner Frage, auch was die Verteidigung der Demokratie heute betrifft. Weil meine Lehre aus dem Scheitern des realen Sozialismus sowjetischer Prägung ist, dass Bürgerrechte und Demokratie und soziale Gerechtigkeit nie wieder gegeneinander aufgewogen werden können oder eine Seite ausgesetzt werden kann. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und daraus, aus dieser Lehre, nehme ich mir aber heute das Recht zu kritisieren, wenn ich denke, hier geht was schief oder die Demokratie nimmt Schaden oder könnte Schaden nehmen und setzt das dann ins entsprechende Verhältnis. Und dass ich die Chance hatte, Parlamentarierin zu werden, ich meine, das 1990 hat das keiner geahnt, und die Chance hatte, sehr unterschiedliche, nicht nur Erfahrungen zu machen, sondern da auch ein Stück was zurückzugeben, das sehe ich heute als großes Glück an. Und insofern bin ich zur leidenschaftlichen Verteidigerin nicht nur der Demokratie geworden, sondern ich bin auch leidenschaftlich Parlamentarierin. Ja, spannend. Du bist ja auch seit 2005, glaube ich, habe ich gelesen, Mitglied im Fraktionsvorstand, ne? Der Fraktion im Bundestag? Naja, ich war auch vorher schon mal im Fraktionsvorstand, bis dann 2002 bis 2005 eine Situation eintrat, in der Gesine Lötsch und ich allein auf der ganz, ganz linken Seite, hinten fast draußen, des Plenarsaals des Bundestages saßen, weil bis dahin war die PDS als Gruppe in den Bundestag eingezogen oder 1998 das erste Mal nicht nur über Direktmandate, sondern auch das erste Mal in Fraktionsstärke. Da war ich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch im Fraktionsvorstand. Aber ab 2006, das ist richtig, bin ich als Vizepräsidentin qua Amt in den Fraktionsvorständen. Das heißt, man setzt auf meinen Rat, auch meine parlamentarische Erfahrung, wenn es darum geht, wie können wir das, was die Fraktion Die Linke im Bundestag selbst einbringt oder aber auch, was sie an Positionen entwickelt zu den Initiativen der Bundesregierung, der Koalitionsfraktionen oder der anderen Oppositionsfraktionen, wie können wir das am besten einerseits parlamentarisch umsetzen. Das mussten wir alle ein Stückchen auch erst einmal lernen. Und gleichzeitig, wie sorge ich dafür, dass das dann auch nach außen entsprechend dringt? Das ist ja nochmal was anderes, weißt du, aus eigener Erfahrung. Da geht es nicht darum, dass uns die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker alle gut verstehen, sondern da geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, welche Risiken und Nebenwirkungen hat das alles, was wir da machen oder beschließen im richtigen Leben für sie. Ja, das stimmt. Und ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch? Also wir sitzen im Fraktionsvorstand einmal die Woche zusammen. Habt ihr auch so, ne? Ja, in jeder Sitzungswoche. Mindestens eine Fraktionsvorstandssitzung, wenn notwendig, verständigt man sich natürlich auch noch mal extra. Genau, klar. Das sind die heißgeliebten Sondersitzungen, die wir alle so mögen. Genau, und seit 2006 bist du ja Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Vielleicht auch da noch mal ganz kurz, man hört immer Vizepräsidentin und man sieht dich da vorne sitzen. Aber was macht denn eigentlich das Präsidium des Deutschen Bundestages? Also klar umrissen, erstmal drei Aufgabenfelder. Das erste, wir sind Schiedsrichter. Das ist das, was man öffentlich auch sieht. Von Mittwochmittag 13 Uhr bis Freitagnachmittag 17 Uhr, 18 Uhr, je nachdem, es dauert so lange, wie es dauert, wechseln sich der Präsident und seine Stellvertreter alle 2 Stunden ab mit der Leitung der Sitzung. Wir sorgen dafür, dass die selbstgegebenen Regeln eingehalten werden. Und ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt, was mir am schwersten gefallen ist, meinen damaligen Fraktionsvorsitzenden beizubringen, wie das mit den Redezeiten ist. Aber es geht eben auch darum, wenn es verbale Fouls oder andere Dinge gibt, das entsprechend zu ahnden. Das ging ganz gut. Allerdings gebe ich zu, in der 19. Legislatur des Deutschen Bundestages, in der wir im Moment noch sind, ist das alles anspruchsvoller für alle Mitglieder des Präsidiums geworden, weil es nicht nur darum geht, die formalen Regeln durchzusetzen, sondern auch darum geht, dafür zu sorgen, dass das, was man meint, sagen zu dürfen und auch sonst nonverbal ausdrücken zu dürfen, sich nicht immer weiter nach rechts verschiebt und gleichzeitig natürlich, wie es so schön heißt, die Würde des Hauses zu bewahren. Also Schiedsrichter, das ist übersichtlich, klar.
Da hat mir übrigens die Zeit davor, diese 3 Jahre mit Gesine allein zu Hause sozusagen, sehr geholfen, weil die Geschäftsordnung des Bundestages musste mir keiner erklären, dass ich dieses Amt übernehmen durfte. Da, die hatten wir sehr genau nicht nur studiert, sondern natürlich auch alle Möglichkeiten ausgenutzt, um unsere Arbeit machen zu können. Das Zweite, wir sind sowas wie der Vorstand eines großen Unternehmens. Das heißt, wenn Mittwoch früh in der Sitzungswoche um 8 Uhr das Präsidium zusammentritt, dann haben wir eine festgefügte Tagesordnung. Das Erste sind Personalfragen. Da geht es nicht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten oder der Fraktionen, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung. Also Beamte und Angestellte, die übrigens allen gewählten Abgeordneten zur Verfügung stehen, dienstleistend und auch dafür sorgen, dass wir den Parlamentsbetrieb entsprechend unseren Regeln und Vorhaben entsprechend gestalten können, damit man mal ein Gefühl bekommt, das sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare genauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der wissenschaftlichen Dienste, Reinigungskräfte, Pförtner, unterschiedliche Gewerke, sage ich mal, aber zum Beispiel auch die Polizei im Bundestag. Der Bundestagspräsident ist der Polizeipräsident im Bundestag. Die Polizeien des Bundes und der Länder werden maximal zur Amtshilfe herangezogen, beziehungsweise die Bundestagspolizei kooperiert mit ihnen natürlich. Wir sind ja hier nicht im luftleeren Raum unterwegs, sondern der Bundestag hat seinen Sitz mitten in Berlin. Insofern hast du heute auch eine stellvertretende Polizeipräsidentin zu Gast. Kann mir nichts passieren hier. Gut, also Personalfragen, unterschiedlichste von Einstellungen, Beförderungen, was weiß ich, unterschiedlichste Dinge. Zweitens, das ist jetzt ein Punkt, der ist im Moment sehr, sehr kurz, seit über einem Jahr sehr, sehr kurz, weil eigentlich dazu nichts stattfindet, nämlich die Genehmigung oder Nichtgenehmigung von Auslandsdienstreisen. Der Fachausschüsse des Deutschen Bundestages oder der Gremien, klar, Stichwort Corona, da haben wir nicht viel miteinander zu bereden im Moment. Aber als Hinweis vielleicht für diejenigen, die uns zuhören und zusehen, sie können sich alle jedes Jahr ein Bild davon machen, wohin Abgeordnete gereist sind, was dort inhaltlich besprochen wurde, was das gekostet hat, welche Vereinbarungen getroffen wurden. Und das Gleiche gilt auch für die Mitglieder des Präsidiums des Bundestages. Da komme ich nachher beim dritten Aufgabenfeld nochmal dazu. Es gibt eine Drucksache, so heißt das noch immer. Die gibt es auch gedruckt, aber natürlich inzwischen auch im Netz, wo es also einen Bericht über die Reisetätigkeit des Bundestages gibt, eine ordentliche Abrechnung und so weiter. Aber da steht eben auch drin, welche Staatsgäste oder internationalen Gäste, Mitglieder des Präsidiums des Bundestages in Vertretung des gesamten Bundestages empfangen haben und um welche Schwerpunkte es geht. Ist also alles transparent. Aber zum Schluss müssen wir erstmal eine solche Reise genehmigen. Da geht es natürlich auch um die Prüfung des vorgesehenen Programms, der Kosten und alles, was damit zusammenhängt. Ja, der dritte und vierte Punkt, alle allgemeinen Angelegenheiten, für die wir zuständig sind, was die innere Organisation betrifft, die Vorbereitung von Entscheidungen, die wir nicht alleine treffen, zum Beispiel Investitionsentscheidungen, Bauvorhaben, Reparaturen oder etwas. Ich hatte heute früh gerade eine Obleuterunde der sogenannten IOK-Kommission, der ich vorsitze als Mitglied des Ältestenrates und des Präsidiums. I und K steht für Information und Kommunikation. Das heißt, aus jeder Fraktion ist ein Abgeordneter in dieser Kommission. Ich sitze hier vor, da geht es um die Ausstattung der Abgeordneten mit Informations- und Kommunikationstechnik. Aber natürlich spätestens seit 2015, seit dem damaligen Hackerangriff auf die Systeme des Bundestages, auch natürlich um Cybersicherheit, alles was damit zusammenhängt. Es ging ja die letzten Tage ein paar Meldungen durch die Medien in unterschiedlichster Art. Einerseits die plötzlich klaffenden Sicherheitslücken bei Windows und dem Exchange-Server, wo ich mal sage, na gut, das sind die Lücken, die NSA und andere schon länger kennen und die man jetzt nicht mehr verdecken kann, die aber natürlich nicht nur jeden Bürger und jede Bürgerin gefährden, sondern eben auch solche kritische Infrastrukturen wie die Infrastruktur der Verfassungsorgane. Im Moment bin ich in der Kommission damit auch befasst, den Legislaturperiodenwechsel, der in jedem Fall ja im September kommt, zu organisieren.
Das heißt, unsere Aufgabe ist schon, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung vorzubereiten, dass wenn am 26. September ein Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt wird, Bezirksverordnetenversammlung neu gewählt werden, aber eben auch der 20. Deutsche Bundestag gewählt wird, dass dann spätestens am Mittwoch, wenn die Fraktionen des Bundestages das erste Mal zusammentreten nach diesem Wahlsonntag, jeder neu gewählte Abgeordnete seine E-Mail-Adressen hat, mindestens einen Laptop in Empfang nehmen kann, der mit dem Intranet des Bundestages verbunden ist und er aber damit auch erreichbar ist für seine Wählerinnen und Wähler, ja, und dann mit einzustellenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein Leben organisieren kann. Da sind nicht nur Investitionsentscheidungen vorzubereiten, das heißt natürlich längst geschehen, das wäre ja gar nicht mehr zu schaffen bis September, aber eben auch viele organisatorische und inhaltliche Fragen. Entschuldige mal. Wir sind hier live, ganz offensichtlich. Genau. Kleinen Moment, die dritte Aufgabe kommt gleich noch. Ja, haben wir ein bisschen Zeit, alles gut. Genau. Also alles, was dort vorzubereiten ist, wird dort besprochen, um das gegebenenfalls dann, wenn beispielsweise Investitionen sind, im Ältestenrat später, also der Versammlung des Präsidiums und der parlamentarischen Geschäftsführer, die immer Donnerstag stattfindet, auch heute hat sie stattgefunden, dann entsprechend vorzutragen und zu beschließen. Und jetzt komme ich noch zum dritten Aufgabenfeld. Wir sind im diplomatischen Dienst. Das heißt, wenn Präsidiumsmitglieder ins Ausland reisen, dann reisen sie nicht als Privatpersonen, aber auch nicht als Vertreterin ihrer Fraktion oder ihrer Partei oder was weiß ich, sondern, wenn sie so wollen, im Namen der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wir vertreten die Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall. Und Gleiches gilt beim Empfang von internationalen Gästen. Leider wird es auch dieses Jahr nichts werden. Letztes Jahr musste ich das erste Mal ausfallen lassen. Wenn ich aber ansonsten zum 10. Mai in die Republik Österreich gefahren wäre und in Mauthausen im ehemaligen Konzentrationslager an den Befreiungsfeierlichkeiten teilgenommen hätte, dort auch an beiden deutschen Denkmälern, die es auf diesem Areal gibt, geschuldet der deutsch-deutschen Geschichte gesprochen hätte, dann hätte ich das eben als Vizepräsidentin des Bundestages und Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland getan und nicht als Privatperson und nicht als Linke, was nicht heißt, dass ich meine tiefen Überzeugungen irgendwie am Check-in-Schalter am Flughafen abgebe, aber das ist natürlich auch zu berücksichtigen, wenn man solche Dinge vorbereitet und solche Auftritte. Das ist eine ganz schöne Menge an Aufgaben, muss ich mal so sagen. Wie gesagt, man sieht dich immer im Bundestag sitzen, oben im Präsidium, aber was da noch so dran hängt, das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Jetzt mal noch eine andere Frage. Wir haben ja einen neuen Bundestagspräsidenten sozusagen bekommen, der ja im Vergleich zu deiner Amtszeit quasi noch ganz frisch ist. Hat der dich eigentlich mal um Hilfe gebeten oder gefragt? Also ohne jetzt Geheimnisverrat zu begehen, weil die Protokolle der Präsidiumssitzung sind ja vertraulich. Aber es ist schon so, in der allerersten Präsidiumssitzung war es so, dass nicht nur er, sondern alle Mitglieder des Präsidiums sagten, Sie sind hier die Dienstälteste und die Erfahrenste. Sagen Sie, welche Fragen müssen wir dann auf jeden Fall heute hier besprechen, bevor wir in die zweite Sitzung des Bundestages gehen und den normalen Geschäftsbetrieb aufnehmen. Vielleicht noch zur Erklärung, nach einer Wahl, das gilt für jedes Parlament, gibt es eine Frist, in der muss das Parlament zusammentreten, ganz egal, ob sich Parteien schon zusammengefunden haben, um darüber zu verhandeln, ob sie eine Regierung bilden und wie sie sie bilden. Und in dieser allerersten Sitzung wird das Präsidium des Parlaments gewählt. Mehr passiert da eigentlich auch nicht in dieser Sitzung. Und die nächste Sitzung ist dann aber schon eine ordentliche, wo auch inhaltliche Anträge gestellt werden können und vieles mehr. Und ich hatte da auch mir vorher schon ein paar Gedanken gemacht. Und wir haben das dann auch entsprechend besprochen, völlig klar. Ansonsten ist er natürlich wiederum der dienstälteste Parlamentarier überhaupt im Deutschen Bundestag. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre er jetzt wirklich schon dabei ist, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, aber das kann ja auch jeder selbst tun. Das Internet vergisst nichts und das Abgeordnetenhandbuch auch nicht. Aber heute in einer anderen Beratung ging es gerade darum, was im Jahre 1984, da war ich ja auch noch nicht dabei, da war ich ja noch Bürgerin der DDR, in einer bestimmten Konfliktangelegenheit im Bundestag entschieden wurde.
Und dann stellte eben der Präsident fest, dass wahrscheinlich er der Einzige in diesem Raum ist, der zumindest zu dieser Zeit schon Parlamentarier war. Allerdings in anderen Ämtern und Funktionen. Insofern ist das auch ein Geben und Nehmen mit diesen ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, bis vor kurzem war ich übrigens auch die einzige Ostdeutsche im Präsidium des Bundestages nach dem plötzlichen Tod meines Kollegen Oppermann von der SPD ist ja Dagmar Ziegler gewählt worden, so dass wir jetzt zu zweit sind und da auch durchaus in manche Debatte auch nochmal eine andere Perspektive einbringen. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, das bildet ja dann auch nicht so richtig die Verhältnismäßigkeit in der Bundesrepublik Deutschland da in dem Präsidium ab, ne? Ja, na gut, alle Verhältnisse lassen sich in einem so kleinen Gremium auch nicht abbilden. Aber ich habe das durchaus auch als meine Aufgabe nicht nur erst in diesem aktuellen Präsidium empfunden, sondern auch in vorhergehenden Legislaturperioden, in bestimmten Situationen, auch wenn wir inhaltliche Dinge vorbereitet haben, ob Gedenkveranstaltungen oder anderes, Jubiläen, genau auch meine Erfahrung und eben auch diese ostdeutsche Perspektive mit einzubringen. Ja. Weil wer 1989, 90 mit den Dingen, die ich vorhin versucht habe anzudeuten, nicht erlebt hat, sondern das eben aus der Perspektive des Bürgers der Bundesrepublik Deutschland erlebt hat, das ist gar kein Vorwurf. Wie soll der wissen, wie sich das für uns angefühlt hat? Ja. Wie soll der oder diejenige zum Beispiel wissen, dass für mich persönlich nicht der 9. November und diese verstolperte Grenzöffnung oder wie man das nun nennen soll, das wichtigste Ereignis war. Für mich war der 4. November 1989 die große Demonstration auf dem Alexanderplatz das Schlüsselerlebnis überhaupt. Ja, ich habe übrigens, weil alle mal fragen, was hast du am 9. November gemacht? Ich habe es verschlafen. Ich auch. Ich ging ja noch zur Schule, war ja noch schulpflichtig und habe es dann verschlafen. Das war Nein, ich gestehe, ich hatte meine Routine. Also ich meine, ich kam von Arbeit aus der Mitte der Stadt, wohnte in Hellersdorf, habe abends erst die Aktuelle Kamera gesehen, sehr wohl diesen Auftritt von Schabowski, nahm das zur Kenntnis, weil ich ja wusste, dass an einem Reisegesetz gearbeitet wird und das, was passieren muss, lag in der Luft. Ja, dann habe ich noch die Tagesschau gesehen, auch mit diesem, einschließlich der Frage des Journalisten der Bild-Zeitung, Herrn Brinkmann, bei dem ich übrigens diese Woche in seiner Sendung wieder mal zu Gast war. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Er ist jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender hier in Berlin unterwegs, war aber damals aus Hamburg angereist zu dieser Pressekonferenz für die Bild-Zeitung und fragte Schabowski, ab wann das denn gilt. Und dann kam dieses Verstolpern. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, also da kommt was, dann werden wir ja dann morgen, übermorgen erfahren, wie sich das irgendwie gestaltet und bin schlafen gegangen. Ja, und früh war es dann irgendwie ziemlich anders auf meinem Arbeitsweg von Hellersdorf bis zur Friedrichstraße als sonst. Sonst wurde die S-Bahn immer leerer und jetzt wurde sie immer voller. Ja. Und ich bin morgens aufgestanden und da sagten meine Eltern mir dann, so die Mauer ist offen und wir waren mal gucken. Ach so. Und da war ich dann so, ihr habt mich alleine gelassen. Das ist schon. Nochmal zu einem etwas ernsteren Thema kurz. Du warst ja im NSU-Untersuchungsausschuss. Was ja wirklich mir fallen da gar keine Worte zu ein. Und ich weiß, dass du dafür kämpfst, dass auch diese Akten freigegeben werden, die ihr dort besprochen habt. Gibt es da jemals eine Chance, das wirklich frei zu bekommen und da wirklich eine ordentliche Aufarbeitung zu machen? Also vielleicht nochmal zum Sortieren. Auch das jährt sich dieses Jahr zum 10. Mal, die Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes, kurz NSU. Und damit die Wahrheit, Gewissheit, dass Nazis über 10 Jahre lang raubend und mordend durch die Bundesrepublik gezogen sind, ohne dass jemand tatsächlich ein rassistisches Motiv, ein neonazistisches Motiv in Erwägung gezogen hat, sondern ganz im Gegenteil. Die Opfer, die Angehörigen wurden bis zum Schluss kriminalisiert, gedemütigt und so weiter. Umso wichtiger war das Aufklärungsversprechen und das Versprechen der rückhaltlosen Aufklärung, das übrigens die damalige und heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel abgegeben hat, beispielsweise in der nationalen Gedenkveranstaltung, die es gegeben hat. Ich habe immer gesagt, sie wurde durch die Behördenchefs der Bundessicherheitsbehörden, aber auch die wechselnden Innenminister in den Meineid getrieben und hat sich aber auch hineintreiben lassen. Wir haben in zwei
Bundestagsuntersuchungsausschüssen, übrigens in tatsächlich parteiübergreifender Zusammenarbeit der Opposition und der Regierung tragenden Fraktionen, viel aufgedeckt, in Abgründe geschaut. Und übrigens gemeinsam im ersten Untersuchungsausschuss noch mehr als im zweiten uns auch Frechheiten und Dinge von Behörden und Behördenchefs nicht bieten lassen, bis hin zur Androhung der Mittel, die einem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen, die vergleichbar sind mit gerichtlichen Mitteln, vom Zwangsgeld bis zur zwangsweisen Vorführung oder Beschlagnahme und andere Dinge. Wir wissen, dass wir nicht alles auf dem Tisch hatten. Wir wissen inzwischen, dass vorsätzlich im Bundesamt für Verfassungsschutz Akten vernichtet wurden, dass der Verantwortliche und Zuständige, ein gewisser Herr Lingen, das ist ein Tarnname in der Behörde gewesen, nicht wollte, dass die Öffentlichkeit, aber eben auch die Angehörigen erfahren, wie nah man am militantesten Umfeld des dann späteren Kerntrios dran war und vielleicht auch am Kerntrio mit sogenannten V-Leuten und anderen. Das wäre ein Thema für eine eigene, eigene Begegnung, sonst das läuft alles aus dem Ruder. Die Akten des NSU-Untersuchungsausschusses Bund, soweit sie nicht als geheim eingestuft waren, und die meisten waren nicht als geheim eingestuft, sind insofern nachlesbar, dass es zwei sehr umfangreiche Abschlussberichte gibt, plus Sondervoten der Fraktionen, einschließlich unserer Vorschläge, Schlussfolgerungen, gemeinsamer zum Teil, bis heute nicht alle umgesetzt, aber erst letztens mit meinem Freund Clemens Binninger von der CDU. Unsere Freundschaft ist tatsächlich über diese Zusammenarbeit in diesem Ausschuss gewachsen, über einige Dinge geredet, die gar nicht gesetzlich zu regeln waren. Beispielsweise hatte er damals vorgeschlagen, er ist Polizeibeamter im richtigen Beruf, dass in Zukunft zwingend bei Verbrechen zum Nachteil von Menschen auch nach einem rassistischen Motiv geschaut werden soll und das dokumentiert werden soll, warum man dieses Motiv ausgeschlossen hat. Auch heute ärgert mich das wahnsinnig, wenn etwas geschieht, es einen Übergriff, einen Angriff gibt und so weiter, oftmals erklärt wird, ein politisches Motiv, ein rassistisches Motiv ist ausgeschlossen oder aber auch die schlimmste Entschuldigung, da war Alkohol im Spiel und dass da Menschen zu Schaden gekommen sind, deren Eltern vielleicht ihre Wurzeln im Ausland hatten, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es war früher schon so, dass man sich auf der Kirmes irgendwie geschlagen hat oder nicht. Wie gesagt, das Bild fällt im Moment so ein bisschen aus der Zeit, weil in Corona-Zeiten haben wir keine Kürbis mehr. Na gut, aber was die Akten unter Verschluss betrifft, das ist das Bundesland Hessen und das ist das Schlimmste für mich, Akten für 100 Jahre wegsperren zu wollen der Öffentlichkeit und damit im Übrigen im Moment auch aktuellen Ermittlungen zu entziehen, ist für mich ein Unding. Und auch da hat sich die Bundeskanzlerin durch den derzeit auch noch amtierenden Ministerpräsidenten, Herrn Bouffier, der damals übrigens zur Tatzeit Innenminister war und Dienstherr sowohl des Verfassungsschutzes als eben auch des LKA in Hessen, in den Meineid treiben lassen. Ich sage deswegen aktuelle Ermittlungen, weil viele Spuren des nun inzwischen verurteilten Mörders von Regierungsdirektor Lübcke, Herrn Ernst, aber eben auch seines Mittäters Hartmann, führen wieder ins NSU-Umfeld und ein Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, der zeitweise sogar als Täter verdächtigt wurde während des Mordes oder für den Mord an Halit Yozgat im Kasseler Internetcafé, hat offensichtlich auch sich dienstlich mit Herrn Ernst mindestens einmal befasst gehabt. Und genau in diese Akten müsste man jetzt nicht nur hineinschauen, hätte man schon in Vorbereitung des Prozesses hineinschauen müssen, um dort Kontinuitäten und gegebenenfalls auch weitere Mittäter aufzudecken. Großes Thema, wichtiges Thema. Aber lass uns mal noch mal kurz, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, kurz Tatsache zu unserem Lieblings- oder ja eigentlich nicht mehr Lieblingsthema Corona kommen. Und zwar hier insbesondere zum bei euch im Bundestag zu beratenden neuen Infektionsschutzgesetzes. Es kursiert ja ein Entwurf. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was da so grob drin steht, so schlagwortartig. So zwei, drei Sachen habe ich mir auch schon rausgesucht. Und vielleicht mal kurz darstellen,
so die zeitliche Schiene? Also wir hatten jetzt einen Entwurf und wie das so funktionieren soll. Tut mir leid, auch da müssen wir einen kurzen Sprung zurück machen. Machen in die wir. Zeit vor genau einem Jahr. Also ich gestehe uns allen zu, dass wir vor einem Jahr nicht wussten. Alle nicht. Und wer sagt, er wusste das alles, na, dann hätte er das mal bitte alles auf den Tisch legen sollen. Was uns alle erwartet, als Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, aber auch weltweit. Ja. Und es hatte auch niemand die perfekte Antwort in der Tasche. Mhm. Insofern hat damals auch die Fraktion im Bundestag gesagt, als das erste Infektionsschutzgesetz auf den Tisch kam, einschließlich des Verweises auf die Verordnungen, die dann im Nachgang in den einzelnen Bundesländern auf der Grundlage der Lage, aber natürlich auch einer gemeinsamen Beratung zu erlassen sind und der Vollmachten, die erst einmal an das Bundesgesundheitsministerium gegangen sind. Also hat meine Fraktion damals gesagt, unter einem gewissen Vorbehalt, nämlich einer zeitlichen Befristung, einer entsprechenden, immer wiederkehrenden Überprüfung und Debatte im Bundestag, kann man das so regeln, dass wir uns dann zum Schluss trotzdem enthalten haben, hatte auch was mit Kritikpunkten zu tun. Seitdem hat aber die Fraktion Die Linke im Bundestag und ich weiß auch die Fraktion im Abgeordnetenhaus, und das finde ich insofern spannend, weil wir sind im Bundestag in der Opposition. Ihr als Fraktion tragt die Regierungskoalition hier in Berlin mit, aber sehr wohl auch darauf geachtet und immer wieder darauf geachtet, dass das Parlament nicht nur aus der Zeitung oder aus einer skurrilen Konstellation einer Dreier Pressekonferenz von Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten, Chef und dann noch eines Ministerpräsidenten aus dem tiefen Süden, ja, aus der Bergrepublik, erfährt, was man meint, jetzt in dieser Situation tun zu müssen und wie Bürgerinnen und Bürger sich entsprechend verhalten müssen. Das geht überhaupt nicht. Und wir haben von Anfang an auch kritisiert, dass, wenn es um Einschränkungen ging, es immer um die Einschränkungen im privaten Lebensbereich der Bürgerinnen und Bürger ging. Und zwar da, wo man es aus ihrer Sicht einschränken kann. Niemals aber an die Wirtschaftsinteressen heranging. Gleichzeitig die Hilfen, die ich erstmal gar nicht pauschal kritisiere, um Gottes Willen. Ich bin glücklich übrigens, dass die Berliner Landesregierung an vielen Stellen da auch viel schneller, weitsichtiger und richtig und besser das als der Bund gemacht hat mit Blick auf einzelne, auch betroffenen Gruppen. Aber pauschal, gerade auch die großen Unternehmen und Wirtschaftsverbände spielten dort immer eine größere Rolle als beispielsweise kleine Unternehmer, der Mittelstand oder eben die Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir von Anfang an kritisiert. Wir haben an einem bestimmten Punkt als Linksfraktion im Übrigen gesagt, so und jetzt ist gut, wir beschreiben sonst keine Gesetzentwürfe in dem Sinne, wenn wir wissen, dass sie nicht entsprechend umgesetzt werden können, keine Chance auf Mehrheiten haben. Wir machen das jetzt mal und schreiben auf, wie das sein könnte, dass die Parlamente vor solche Entscheidungen kommen. Und das muss nicht lange dauern, aber mit Sachverstand, den sie sich auch noch organisieren, auch die psychosozialen Folgen, der ganzen, nicht nur der ganzen Maßnahmen, sondern auch der Umstände, der Dinge, die hier eintreten, entsprechend betrachten. Das ist als Stichwort für diejenigen, die das nachlesen wollen, weil dafür haben wir jetzt hier nicht die Zeit. Das ist das Pandemieratsgesetz, welches schon im Jahr 2020 durch uns in den Bundestag eingebracht wurde. Ich weiß, ihr habt hier in Berlin sowas wie ein Parlamentsbeteiligungsgesetz gemacht. Da könnte ich auch noch einiges kritisch hinterfragen, aber immerhin. Es ist da etwas geschehen und es gibt, soweit ich das heute jetzt gerade nochmal recherchiert habe, aufgrund aktueller Themen, zu denen wir beide schon seit Wochen im Austausch sind, offensichtlich auch eine Einspruchsmöglichkeit des Parlamentes zu den dann zu treffenden Regeln und Verordnungen. Genau. Das hat alles auf Bundesebene nicht stattgefunden und das hat mich übrigens auch als überzeugte Parlamentarierin wahnsinnig geärgert. Und ich weiß, das hat nicht nur mich geärgert, sondern viele Parlamentarier auch durch die demokratischen Fraktionen, dass aber das Parlament in seiner Mehrheit nicht die Kraft gefunden hat, schon im vergangenen Jahr an einer bestimmten Stelle zu sagen, halt. Wenn es so ist, dass wir an bestimmten Stellen schon, auch wegen der Akzeptanz, nachvollziehbare und in bestimmten Szenarien bundeseinheitliche Regeln brauchen. Dann aber nicht, indem sich eine im
in der Verfassung, im Grundgesetz nicht vorgesehene Runde trifft, die Runde der Ministerpräsidenten, und dann verkündet, was sie meinen, was jetzt dort passiert, sondern die sollen beraten, die können beraten. Niemand hält übrigens die Bundeskanzlerin oder irgendeinen Ressortminister oder eine Ministerin davon ab, bevor eine solche Runde stattfindet, eine Regierungserklärung im Bundestag abzugeben und darüber zu reden, was will man dort beraten, wofür sucht man dort die Lösung, und auch den Rat des Bundestages einzuholen und das dann hinterher auch entsprechend vorzulegen. So, dass dann entschieden werden kann, was muss gesetzlich geregelt werden und was muss nur als Rahmen, Infektionsschutz, da sein, wo aber bei bestimmten Maßnahmen eben auch die Hürden, die zeitlichen Begrenzungen und Überprüfungen und so weiter, die Rechtswege und so weiter beschrieben sind. Und was wird dann dezentral vor Ort, vielleicht gar nicht nur bis zur Landesregierung, sondern noch weiter runter. Ich meine, bestimmte Dinge sind ja also nicht in der kreisfreien Stadt Berlin, schon klar, aber in Landkreisen und anderswo sowieso ganz anders in der Zuständigkeit geregelt. Wie geht man damit um? So, jetzt in der Situation, dass vor 3 Wochen, wenn ich mich recht entsinne, als die letzte Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie sich selbst gegen die Wand gefahren hat und nicht in der Lage war, irgendwas Nachvollziehbares zu produzieren, die Bundeskanzlerin erklärt hat, ja, wenn es gar nicht anders geht, dann würde sie das jetzt irgendwie an sich ziehen und dem Bundestag einen Vorschlag machen. Die Koalitionsfraktionen haben nach Beratungen mit der Bundesregierung einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der hat mir die Haare zu Berge stehen lassen. Nicht in allen Regelungen, die da drin stehen, die will ich jetzt alle gar nicht aufzählen. Wenn also in einer bestimmten Situation die Inzidenzzahl von 100 beispielsweise und die Belastung der medizinischen Einrichtungen, der Intensivkapazitäten und so weiter, wenn das eintritt, dann sollen mit Blick auf unterschiedliche Lebensbereiche aus ihrer Sicht im Sinne einer Notbremse bundesweit dort, wo diese Bedingungen eintreten, bestimmte Maßnahmen in Kraft treten. So, dann erschließen sich mir viele Dinge nicht, die da drin stehen. Warum sollen Schulen bei einer Inzidenz von 200 schließen, wenn 100 schon viel zu viel ist und dafür sorgt, dass unsere Intensivkapazitäten überlastet sind und im Übrigen die Lehrerinnen und Lehrer aufgrund einer anderen Tatsache, nämlich dass das mit den Impfstoffen jetzt im Moment so ist, wie es ist, noch nicht geimpft sind und sich gar nicht schützen können und so weiter. Also warum sollen die erst später schließen, während andere Bereiche und insbesondere wieder der persönliche Lebensbereich völlig dicht gemacht wird? Und ich habe mir jetzt mehrfach gesagt, es kommt auf große Akzeptanz an. Wir verlangen uns und allen, also nicht uns jetzt als Parlamentarier, sondern wir sind genauso Bestandteil der Gesellschaft wie jede Bürgerin und jeder Bürger, vieles ab. Im Privaten. Ja. Aber mir hat kein Mensch schlüssig erklären können. Und wir haben gestern 3 Stunden im Innenausschuss des Bundestages nur über die vorgeschlagene Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr geredet. Nachgefragt, was ist der Zweck dieser Geschichte? Ich meine jetzt verstanden zu haben, dass die Grundidee sowohl der Bundesregierung als auch derjenigen, die dann in den Koalitionsfraktionen an diesem Gesetz Entwurf gearbeitet haben, ist, man will in dieser Zeit die privaten Kontakte noch mehr einschränken und verhindern, dass die Leute sich in Wohnungen oder wo auch immer treffen. Ich meine, wo sollen sie sich dann sonst noch treffen? Gaststätten sind sowieso zu und anderes. Aber eben auch, wenn die Jahreszeit jetzt wärmer wird, dass es keine Menschenansammlungen in Parks und auf Plätzen gibt. Gut. Ich treibe die Menschen ja, wenn sie sich in welcher Weise auch immer treffen wollen, damit eher in den Innenraum. Richtig. Also bei aller Kritik, dann erschließt sich mir die derzeitige Berliner Regelung, dass ich mit meinem Mann, sollte ich dann nach 21 Uhr zu Hause sein und das Bedürfnis verspüren, nochmal mehr frische Luft um die Nase wehen zu lassen und den Kopf durchzulüften, spazieren gehen darf, aber mich natürlich nicht in irgendeinem Park mit noch weiteren Familien treffen darf, um dort ein Picknick abzuhalten. Also das erschließt sich mir dann eher. Ja. Das würde auch der gesunden Lebensführung entsprechend entgegenkommen. Mir erschließt sich überhaupt nicht es ist sowieso alles schon so weit eingeschränkt, dann die endgültige Schließung weiterer Sportangebote oder das Verbot
desselben werden wir gleichzeitig im Gesundheitsausschuss und im Sportausschuss des Bundestages gerade vom DOSB die Alarmglocken geläutet bekommen haben, dass in diesem einem Jahr nicht nur Kinder und Jugendliche übrigens, sondern auch Erwachsene in eine so desolate gesundheitliche Situation gekommen sind durch diese fehlende sportliche Betätigung, das Fehlen des Vereinssports und alles drum und dran. Und eine solche Ausgangsbeschränkung, ich kann auch sagen Ausgangssperre, wenn man sie dann durchsetzen will, ist ein solcher grundlegender Eingriff in die Grundrechte. Das ist nur zu vertreten, also das muss erstmal begründet werden und da müssen erstmal die eingriffsmilderen Mittel alle ausprobiert sein. Dass man damit entsprechend umgeht. Na, zumal ja gerade was auch diese Ausgangsbeschränkungen angeht in der Nacht. Wir in Berlin haben ja Gott sei Dank mit Elke Breitenbach eine Senatorin, die da tatsächlich ein Auge drauf hatte und wir von Anfang an eine klare Regelung für die obdachlosen Menschen getroffen haben. Davon ist in diesem Entwurf ja auch gar keine Rede. Also wie stellt sich die Bundesregierung das dann vor? Das gehört übrigens auch zu den spannenden Geschichten, weil im derzeit geltenden dritten Infektionsschutzgesetz ist ein Satz aufgenommen worden im November, dessen Ausgestaltung und mich wirklich interessiert. Und zwar Ausgestaltung auf Landesebene, aber gegebenenfalls sollten wir dann in dem Fall als Bund auch nochmal Vorgaben detaillierter machen. Da steht nämlich drin, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen auf keinen Fall sozial isoliert werden dürfen. Und dass dafür Vorkehrungen zu treffen sind. Näheres hat der Bundesgesetzgeber aus guten Gründen, dachte ich damals, nicht geregelt, weil ich dachte, das ist eigentlich klug. Also diese Prämisse, die eigentlich selbstverständlich ist, aber ich sehe im Alltag, sie ist nicht selbstverständlich, dass das hier nochmal wirklich ins Gesetz geschrieben wird und damit allen, die beteiligt sind, aufgegeben wird, zu schauen, was heißt das im täglichen Leben? Und wie kann man sicherstellen, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinschaftseinrichtungen, übrigens auch Menschen, die in Werkstätten für Behinderungen tätig waren oder vielleicht im Moment auch sein dürfen, das ist ja auch ein solcher Flickenteppich im Moment und so furchtbar, oder andere nicht total sozial isoliert werden oder eben auch, ich war in dieser Woche, ein kleiner Werbeblock muss erlaubt sein, für die evangelische Kirche in Deutschland und das Gespräch am Gendarmenmarkt, in dem ich vorgestern sein durfte, virtuell, wie sich das gehört unter Corona-Bedingungen, beteiligt an einer Debatte zum Thema Trauer in dieser Gesellschaft und was ist hier in der Pandemielage passiert, aber was müssen wir auch über die Pandemie hinaus damit betrachten. Die vielen Menschen, die übrigens nicht nur an Corona gestorben sind, die aber völlig einsam gestorben sind und die vielen traumatisierten Angehörigen, die keine Chance hatten, ihre Lieben zu begleiten, oder Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen. Das hat alles mittel- und langfristige Folgen. Und damit will ich sagen, das, was im Moment auf dem Tisch liegt im Bundestag, was morgen um 9 Uhr in erster Lesung in den Bundestag eingebracht wird, wird all diesen Anforderungen und dem selbstgesteckten Anspruch nachvollziehbare, transparente und in den Ländern dann entsprechend ausgestaltbare Regeln zu schaffen, nicht gerecht. Und das nicht nur aus bürgerrechtlicher Sicht, sondern ich sage, das hat weder was mit medizinischer Einsicht zu tun, noch mit psychologischer Einsicht und anderes, welche Folgen entsprechende Maßnahmen haben. Das Verfahren wird jetzt so sein, morgen erste Lesung, morgen Nachmittag, auch das ist natürlich öffentlich, wird auch öffentlich gestreamt, Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Übers Wochenende, das ist heute im Ältestenrat auch so vereinbart worden, dass möglichst bis Sonntagabend sowohl die Auswertung der Anhörung als auch die Änderungsanträge der Fraktionen oder auch der, vielleicht hat auch die Bundesregierung noch neue Einsichten nach Beginn des parlamentarischen Verfahrens. Das gilt ja, das Strux-Gesetz, dass kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es eingebracht wurde. Also diese Dinge auf den Tisch kommen. Weil am Montag werde auch ich um 12 Uhr zu einer Sondersitzung des Innenausschusses oder werde dabei sein im Bundestag. Wir werden also in den mitberatenden und federführenden Ausschüssen das am Montag, zum Teil auch noch Dienstag früh, beraten. Und am Mittwoch um 11 Uhr wird dann die zweite und dritte Lesung dieses Gesetzes stattfinden. Hoffnung macht mir, dass ich heute in unterschiedlichsten Debatten, ich habe ja auch heute präsidiert,
Ich bin also nicht bloß zu meinen Leib- und Magenthemen im Plenum des Bundestages gewesen, sondern Debatten zu ganz anderen Themen. Auch aus den Koalitionsfraktionen es durchaus nachdenkliche Stimmen gab. Ich das gestern auch im Innenausschuss erlebt habe. Also das macht mir eine gewisse Hoffnung, dass wir in diesem parlamentarischen Verfahren sachgerechtere Lösungen an der Stelle finden. Ich sage aber auch so, ich sehe im Moment nicht, dass es auch nur eine minimale Chance gibt, diesem Gesetz, selbst wenn diese Ausgangssperre wegfallen würde, diesem Gesetz zuzustimmen, weil es hat eine solche Unwucht mit Blick auf die sozialen Folgen für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger und die weitere Hofierung, anders kann ich nicht sagen, der großen Unternehmen der Wirtschaft. Das kann nicht gut gehen. Und ist auch aus meiner Sicht völlig falsch. Und ich kann auch das Gejammer nicht mehr hören zum Thema Wirtschaft. Mhm. Es wird gestützt mit Kurzarbeitergeld. Es bezahlt also nicht das große Unternehmen, das DAX-Unternehmen irgendwie aus der Schatulle. Und solange die noch Dividende ausschütten können, also das wäre das Erste, was ich daran koppeln würde, sowohl sämtliche Finanzspritzen zum Aufrechterhalten, wie eben auch die Zahlung des Kurzarbeitergeldes, dass natürlich hier nicht Dividende ausgeschüttet werden. Sondern und die Sicherung der Arbeitsplätze, ne? Und die Sicherung der Arbeitsplätze und so weiter. Ja. Also das findet hier alles nicht statt und gleichzeitig erlebe ich, wie viele von den Kleinen und Mittleren inzwischen so am Ende sind, dass sie sagen, wir werden diesen Sommer nicht erleben an dieser Stelle. Also ich sehe keine Zustimmungsmöglichkeit nach derzeitigem Stand. Sollte das große Wunder geschehen, dann werden Sie es alle erfahren, dass also ein völlig neues Gesetz bis Mittwoch 11 Uhr das Licht der Welt erblickt, wo mit ihr umgehen könnt. Also sowohl in den Bundesländern als auch die Bürgerinnen und Bürger sagen, in Ordnung. Ja. Sie haben uns erklärt, warum Sie das machen. Sie haben uns erklärt, was Sie machen. Wir können das mittragen. Und ich habe hier auch eine Hoffnungsschimmer, was meine persönliche Situation betrifft. Oder es wird leichter. Ja. Dann wäre das was anderes. Aber wir verweigern uns nicht, damit das auch klar ist. Deswegen, also wir werden das mitmachen. Die Fristen sind alle eingehalten. Also es hat jetzt keiner hier versucht. Ich habe ja auch wahnsinnig viel Post gekriegt, wo manche dachten, wir haben das heute schon beschlossen oder irgend sowas. Ja, es war ja waberte so durch die Presse, dass es jetzt irgendwie heute schon sein soll, aber das zieht sich dann also doch noch ein bisschen. Lass uns noch mal kurz, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber wir machen jetzt einfach weiter. Das ist egal, weil ich finde das so total spannend und auch wichtig, dass wir darüber auch mal ein bisschen mehr reden. Lass uns mal, du hast es gerade schon angedeutet, die soziale Isolation von Menschen, gerade in Gemeinschaftsunterkünften. Wir beide haben viel in letzter Zeit miteinander auch kommuniziert, weil uns beiden, die auch aus persönlichem Interesse natürlich, die Seniorinnen und Senioren gerade in unseren Einrichtungen sehr am Herzen liegen. Und wir hier ja Tatsache eine Art Isolation im letzten Jahr hat einfach stattgefunden. Wir haben uns ja dazu auch im Tagesspiegel geäußert. Vielleicht magst du noch mal mit deinen Worten kurz sagen, was uns da so stört und wo das Problem liegt. Also vor einem Jahr, es war klar, besonders gefährdet sind vorerkrankte Menschen durch das Virus, also auch, dass dann ein entsprechender schwerer Verlauf stattfinden kann und überhaupt ältere Menschen auch mit gegebenenfalls weniger Abwehrkräften und so weiter und dass man in einer Gemeinschaftsunterkunft oder Gemeinschaftseinrichtung enger miteinander zu tun hat, als wenn man eine abschließbare Wohnung hat und in dieser Wohnung alles das, was man eben auch zum Leben dazugehört, wie Essen, Körperpflege und anderes, dass das noch mal einfacher ist, wobei das eben in der Stadt und unter beengten Verhältnissen auch noch schwieriger ist als auf dem Lande, aber das lasse ich jetzt mal sehen. Das ist völlig klar. Und dass man damals auch gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir diese Menschen schützen, sobald wir oder bis dahin, bis wir die Möglichkeit haben, ihnen auch einen anderen Schutz zu gewährleisten. Zum Beispiel mit einer wirksamen Impfung. Vor einem Jahr wusste man noch gar nicht, ob überhaupt eine entwickelt werden kann und wie schnell und so weiter. Alles richtig. Allerdings auch da schon an vielen Stellen, wenn es um die Maßnahmen ging, gerade die verordneten Maßnahmen, also stehe da ganz auf der Seite auch der Betreiber der Heime, jedenfalls des allergrößten Teils, muss ich auch sagen,
die immer gesagt haben, also ich habe das von vielen gehört, wir sind hier nicht die Betreiber von Gefängnissen oder irgendwas, unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben Rechte, die sind hier eingezogen, haben mit uns einen Vertrag gemacht. Und sind erwachsene Menschen. Und sind erwachsene Menschen und übrigens einsichtsfähige Menschen. Und wenn sie nicht einsichtsfähig sind, dann gibt es Menschen, die dafür verantwortlich sind, um ihnen im täglichen Leben Unterstützung angedeihen zu lassen, damit bestimmte Entscheidungen mit ihnen aber getroffen werden und für sie entsprechend organisiert werden. Aber dann zu verordnen, über übrigens lange Zeit, eine absolute Isolation, keine Besuche, Besuchsmöglichkeiten. An vielen Stellen übrigens, obwohl in den Heimen man von Anfang an vielen Stellen darüber nachgedacht hat, wie könnte man es organisieren, unter den Bedingungen des Infektionsschutzes, dass diese Menschen aber ihnen vertraute Menschen zu sehen bekommen. Übrigens da auch an vielen Stellen mitdiskutiert, bis hin, man glaubt es ja nicht, ich stehe Pflegerobotern ausgesprochen skeptisch gegenüber, aber einer Digitalisierung im Sinne auch der Organisierung von sozialen Kontakten stehe ich nicht skeptisch gegenüber, sondern habe beispielsweise auch selbst gespendet, auch Geräte und anderes, damit man überhaupt Kontakte aufrechterhalten konnte. Also es gab viele Ideen, viele Fragen, aber per Verordnung zu sagen, da wird dicht gemacht, Besuche sind nicht möglich. Übrigens, also viele derjenigen, die die Ehe, das Institut der Ehe ganz hochhalten, verteidigen bis heute, dass Eheleute sich entweder gar nicht besuchen dürfen, wenn der eine oder die eine im Heim lebt und der andere außerhalb, oder aber limitiert auf eine Stunde am Tag. Negativ getestet, beide inzwischen zweifach geimpft, also mit dem bestmöglichen Schutz, den wir im Moment bieten können. Den haben wir nicht zu bieten. Das geht überhaupt nicht, um was die Folgen betrifft, auch nach Quarantänemaßnahmen und anderem, übrigens auch das absolute Besuchsverbot in Krankenhäusern. An dieser Stelle, das ist mit den Händen zu greifen. Viele Menschen, die schon an Demenz erkrankt waren, haben weitere Schritte in diese Krankheit hineingemacht und auch darunter leiden nicht nur sie, sondern ihre Angehörigen, die nicht mehr erkannt werden, die keine Chance mehr haben, das in irgendeiner Weise zurückzuholen. Und übrigens auch die Pflegekräfte, die damit natürlich eine ganz andere Belastung haben, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftseinrichtungen, die bis vergangenes Jahr noch selbstbestimmt einkaufen gegangen sind oder andere Dinge gemacht haben oder sich einfach mit ihrer Freundin und ehemaligen Nachbarin mal im Café treffen wollten und jetzt nicht mal Besuch empfangen können, vereinsamen. Und ich erlebe, wie viele wirklich das Sprechen aufgeben, verlernen und auch Kommunikation im Heim kaum noch stattfindet. Wir haben ja jetzt mit der neuen Verordnung in Berlin das soweit, also das ist ja auch eine spannende Situation. Wir hatten dazu auch eine Anhörung im Gesundheitsausschuss und da gab es tatsächlich auch Einrichtungsleiter, die gesagt haben, uns ist wichtig, dass auch untereinander unter den Stationen jetzt endlich wieder der Kontakt hergestellt werden kann. Das hat Berlin jetzt ermöglicht, indem wir gesagt haben, es dürfen wieder Veranstaltungen mit bis zu 10 Menschen stattfinden, Theateraufführungen oder auch nette gemeinsame Abende und so weiter. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Frau Kaleitschi hat durchaus im Gesundheitsausschuss jetzt auch gesagt, sie sind jetzt an der nächsten Verordnung dran und denken darüber nach, diese Besuchszeit auf 2 Stunden auszubreiten. Und nach unserer Kommunikation habe ich natürlich darum gebeten, auch vielleicht mal über 3 oder 4 Stunden nachzudenken, weil ich glaube, auch das hilft den Menschen. Und dann, weiß ich nicht, was du dazu sagst, hatte ich so die Idee, vielleicht sollte man Tatsache da auch einen gewissen Grad der Entscheidung in die Einrichtung geben, weil die wissen ja, wie viele ihrer Bewohner sind geimpft. Sind die Angehörigen geimpft? Im Zweifelsfall kann man da ja auch mal nachfragen, dass man sagt, liebe Einrichtung, guck dir das an, wie dein Impfstatus auch deiner Mitarbeiter ist, und dass man dann sagt, danach reguliere ich das. Wie würdest du das finden? Also ich finde, solange Einschränkungen noch notwendig sind in unterschiedlicher Weise, muss zumindest die Untergrenze der sozialen Kontakte einheitlich geregelt sein. Und das ärgert mich wahnsinnig, bevor ich zu meinem sonstigen Ärger komme, dass selbst diese eine Stunde, die ich für völlig unzureichend im Moment erachte, aber diese Regel, eine Person, eine Stunde am Tag, auch hier in Berlin, in unterschiedlichsten Einrichtungen nicht gewährleistet wird. Natürlich nach negativen Test. Es gibt vorbildliche, kenne ich viele, die machen das und sagen, gucken auch, wie kann ich diese eine Stunde auch maximal ausreizen, indem ich beispielsweise den Spaziergang im Garten oder rund ums Haus nicht anrechne, sondern wirklich die Besuchszeit im Sinne des Aufenthaltes im Hause
wo man ja gegebenenfalls in Kontakt auch mit anderen Bewohnern ist, aber an der frischen Luft, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, infiziert man sich ja wahrscheinlich weniger und kann damit entsprechend umgehen. Aber ich habe in meiner Sprechstunde verzweifelte Menschen und nach unseren Wortmeldungen im Tagesspiegel am letzten Wochenende auch E-Mails, erschütternde E-Mails. Da geht es um eine Einrichtung in Reinickendorf, das kann ich vielleicht an der Stelle sagen, wo sich eine Familie um Hilfe an mich gewandt hat. Die sagen, also erstens ist im Heim keine Testmöglichkeit da, was in vielen Heimen vorbildlich geregelt ist, so dass man sich als Angehöriger dort testen lassen kann. Wir müssen also erstmal irgendwo schauen, dass wir irgendwo einen Testtermin bekommen. Zweitens müssen wir ein Besuchsfenster an einem bestimmten Tag buchen. Was ist aber, wenn unsere Mutter an einem ganz anderen Tag viel größeren Bedarf an sozialen Kontakt hat, aber uns dieser Besuch nicht zugestanden wird? Mhm. Also bitte, das ist auch meine Bitte so ein bisschen an dich auch nochmal, dass wir insgesamt auch schauen, dass erstmal im Bundesland wirklich und das gegenüber auch den Einrichtungen bzw. Betreibern, Organisationen, das ist ja sehr unterschiedlich alles organisiert, deutlich gemacht wird, das ist keine Kannbestimmung, sondern das ist ein Muss. Ja. Und ansonsten, ich sehe sehr viele kreative Konzepte und die Caritas hat sich dieser Tage gerade zu Wort gemeldet, dass sie Konzepte genau für solche Dinge entwickelt haben unter Blick auf die Gegebenheiten in ihrem Heim. Ja. Wo können wir wie Veranstaltungen machen, vielleicht auch über mehrere Etagen verteilt oder jetzt, wenn es wärmer wird, im Garten. Ja. So, dass da also auch die, und wie können wir zulassen, dass dann eben die Besucherinnen und Besucher dazukommen? Also ich habe im Moment noch nicht mal ein Problem mit der Einschränkung auf eine Person am Tag. Aber ich habe ein Problem, wie gesagt, mit dieser zeitlichen Beschränkung. Und mir sagen eben auch Angestellte in den Heimen, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass beispielsweise Angehörige, die das Lieblingsessen ihre Angehörigen mitbringen und die sind aber nicht mehr in der Lage, alleine zu essen. Und das funktioniert manchmal mit der Ansprache der Tochter oder des Sohnes oder auch der Enkelin, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Beziehungen gewachsen sind, viel besser. Aber die brauchen eben ihre 2-3 Stunden Kontakt, um nicht nur gemeinsam was gegessen zu haben, sondern insgesamt überhaupt erstmal wieder warm zu werden, zu kommunizieren. Dann entlastet uns das diese ganze Zeit und wir können uns um einen anderen Bewohner, eine andere Bewohnerin kümmern oder eben auch mehrere, die unsere Unterstützung dann viel nötiger brauchen, die im Zweifelsfall auch keinen Besuch bekommen. Ja. Ich sehe Tatsache ein nächstes Problem auf uns zulaufen, wenn jetzt dieses Infektionsschutzgesetz kommt und es dann Tatsache wieder zum Lockdown kommt, müssen wir, glaube ich, ganz, ganz dolle auch da einen Blick auf die und du hast es ja schon gesagt, das sind ja nicht nur die Seniorinnen und Senioren, das sind auch Einrichtungen für Geflüchtete, das sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, überall da, wo mehrere Menschen gemeinsam untergebracht sind. Da wirklich, glaube ich, doll ein Auge drauf haben, dass da nicht wieder ein Rückschritt gemacht wird und die Leute wieder in die absolute Isolation geschickt werden. Das sehe ich persönlich als ein Riesenberg an Aufgabe, muss ich mal so sagen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass in der Bundesregierung da irgendwie ein Blick für diese Menschen vorhanden ist. Ich kann das auch nicht entdecken. Ich habe gerade diese Woche, das ist spannend, weil also neben der Debatte rund ums vierte Infektionsschutzgesetz ist so ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit ein neues Gremium im Bundestag geschaffen worden, was wir als Alibi-Gremium so ein bisschen sehen, was irgendwie aus der Zeit fällt, nämlich ein Unterausschuss des Gesundheitsausschusses, der sich aber immerhin interdisziplinär irgendwie mit den Folgen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Pandemie befassen soll. Und ich habe mit Katja Kipping, die für uns dort stellvertretendes Mitglied ist, und Achim Kessler, der ja für uns nicht nur gesundheitspolitischer Sprecher ist, sondern eben auch in diesem Gremium ist, genau über diese Dinge geredet, dass wir, wenn jetzt auch Anhörungen in diesem Gremium stattfinden, wenn dort übrigens unser Gesetzentwurf zum Pandemierat, von dem ich vorhin sprach, auch nochmal in einer Anhörung betrachtet wird, dass wir genau den Finger darauf legen und dass wir da auch Sachverstand beispielsweise von Hochschulen, wo Pflege ausgebildet wird, gelehrt wird, aber auch Psychologen, andere Pädagogen dort hineinholen. Und was ist passiert in diesem Jahr? Was kann man sehen? So, und wo müssen Vorkehrungen getroffen werden und wie gehen wir weiter? Ja. Genau. Corona wird ja auch nicht irgendwann vorbei sein und dann leben wir wieder in einer wunderbaren Welt, weil wir leben doch in einer Situation, wo wie in einem Brennglas die Defizite unserer Gesellschaft, die auch vorher alle schon da waren,
soll uns ja nichts vormachen. Also auch der Pflegenotstand war schon da. Ja, jetzt aber noch mal ganz anders aufploppen und durch diese Restriktionen noch mal verschärft werden. Aber das ist ja dann hinterher nicht weg. Insofern sollten wir hier jetzt auch vorausschauend Regelungen treffen. Genau. Petra, das war jetzt ein langes Gespräch, ein tolles Gespräch. Ich weiß, du hast auch noch zwei Bücher mitgebracht. Das eine Buch kennen, glaube ich, schon ganz viele von dir, aber ich weiß, dass du ganz druckfrisch ja auch ein neues hast. Wir werden jetzt sicherlich nicht mehr dazu kommen, dass du vielleicht mal eine Runde vorliest, aber einfach gerne den Titel auch noch mal nennen, damit die Leute wissen, worüber wir hier sprechen. Okay, 2015 habe ich ein Buch veröffentlicht, Gottlose Type, im Eulenspiegel Verlag. Es hat ganze 6 Auflagen gegeben. Und bis Corona war ich Land auf, Land ab unterwegs und habe aus diesem Buch vorgelesen, aber vor allen Dingen war ich mit vielen Menschen im Gespräch über die Politik, die große, die kleine, aber auch über den Alltag und darüber, wie Menschen sich an vielen Stellen fühlen. Mit Corona habe ich dann begonnen, jeden Donnerstag eine Episode vorzulesen. Jetzt ist es erschöpft. Das Buch ist vorgelesen. Mit dieser Woche endet das. Sie können das aber in meinem Podcast nachhören oder aber in meinem YouTube-Kanal auch entsprechend ansehen und auch auf Facebook sich Ihre eigene Lesung zusammenstellen, bis wir das wieder hinbekommen. Es gibt auch noch ein paar Bücher, nicht mehr im Buchhandel und nicht mehr beim Verlag. Da ist alles ausverkauft. Aber bei mir im Wahlkreisbüro stehen noch ein paar. Und man kann sie noch erwerben, wenn man das will. So, ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben. Ja. Ich hatte aber von 2015 bis Corona die eine oder andere Begebenheit, die mir dann begegnet ist, aufgeschrieben und in Lesungen immer mal als ungedruckte Geschichte vorgelesen. Gerade da, wo viele Menschen waren, die das Buch schon hatten, die vielleicht auch vorher schon mal in der Veranstaltung waren, damit sie noch was Neues geboten kriegen. Das waren nicht viele Geschichten, bis Corona kam. Und dann kam Corona und kamen viele merkwürdige Situationen in dieser Gesellschaft, die man sich nicht erklären konnte oder die ich auch niemandem erklären konnte. Wir haben gerade darüber geredet. Also Profisport findet statt, Sonderbedingungen und alles Mögliche. Breitensport kann nicht mehr stattfinden. Genau, unsere Kinder müssen zu Hause hocken. Das habe ich dann auch in 9 Episoden ein bisschen verarbeitet. Und im Sommer hatte ich plötzlich so viele beisammen, dass ich das Gefühl hatte, ist ja schon fast ein neues Buch. Und dann im Herbst bin ich den Menschen des Quintus Verlag begegnet, Herrn Förster und Frau Benzin, mehr sind es gar nicht. Und denen habe ich die Geschichten zum Lesen gegeben und die haben mir dann gesagt, übrigens ähnlich wie 2014, kurz vor Weihnachten, der Eulenspiegel Verlag, der das Manuskript hatte, das war auch so kurz vor Weihnachten, 2020. Wir können uns das vorstellen. Und eigentlich können wir uns das vorstellen zur Leipziger Buchmesse 2021, wenn dann Anfang Januar das Manuskript vorliegt. Ja, das ist eine Weihnachtsaufgabe gewesen. Und eben auch noch eine ganz aktuelle Geschichte hineinkommt. Das mit der ganz aktuellen Geschichte war ja überhaupt kein Problem, weil es ereignet sich ja dauernd irgendwas. Gut, die Leipziger Buchmesse fällt dieses Jahr aus und findet auch nur noch digital statt, obwohl sie in den Mai verschoben wurde. Und auch das Buch ist nicht im März erschienen, sondern jetzt im April, auch durch Corona-bedingte Dinge. Aber Gott hab sie selig, neue Anekdoten von anormal bis digital. Gestern hat eine Buchbesprechung oder wurde eine Buchbesprechung ausgestrahlt bei TV Berlin, ist jetzt auf YouTube nachsehbar. Und jetzt letzter Werbeblock. Am Sonnabend 18 Uhr gibt es die Buchpremiere bei ND Live, schon aufgezeichnet am letzten Montag. Das wird dann da auch deutlich gemacht. Aber 18 Uhr geht das sowohl auf der Seite des Neuen Deutschlands, der Tageszeitung Neues Deutschland, als auch im YouTube-Kanal von ND Live ins Netz. Und ich suche jetzt natürlich nach weiteren Möglichkeiten, mit Ihnen, mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Aber ab heute ist das Buch auch im Buchhandel. Sehr schön. Und Sonnabend 18 Uhr schaffe ich sogar. Da ist unsere Bezirksvertreterversammlung schon zu Ende. Super. Liebe Petra, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank für deine vielen Antworten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das neue Buch und wünsche uns allen, dass wir irgendwann durch diese blöde Krise wieder durchkommen, dass du für uns alle dann auch in Präsenz wieder lesen kannst. Viel Erfolg für die Beratungen im Bundestag und vor allen Dingen immer schön negativ bleiben.
Genau, und dann lass uns gemeinsam um den 26. September kämpfen, damit das so ist, dass wirklich für die Linke ein Markenzeichen ist, ganz egal, ob wir im Bezirk unterwegs sind, auf Landesebene oder im Bund. Und ich ergänze noch, in Europa, überall, wo die Linke draufsteht, eine starke Linke drin ist. Dafür kämpfen wir. Vielen Dank. Okay. What?